Während hinter mir ein schöner Campervan Kastenwagen, das sieht man im Eingangsbereich hinterm Pino. Servus! Tobi, mein Lieber! Mein Retter in der Not! Ich hatte bei meinem schönen San Living Alkofen einen defekten Wasserhahn heute früh beim Zähneputzen. War soweit, hat den Geist aufgegeben und danke für die schnelle Hilfe. Sehr, sehr gerne, Tobi, wie mega immer. Mega coole Aktion. Ja, eine Hand wäscht die andere. Und dann komme ich hierher, war noch nicht da. Wir kennen uns von der Messe Freiburg. Wir haben in Dürkheim am Campingplatz gefilmt, zuletzt die 360 genau. Grad Panoramageschichte, die du ja so super machst. Und komme hierher und habe gleich gedacht, ich habe ja einiges gesehen. Für mich der schönste Reisemobil- und Campervan-Händler Deutschlands. Danke dafür. Das werdet ihr euch gleich sehen, spontan die Kamera in die Hand genommen, weil das muss man einfach mal so mitnehmen. First Class zu Recht, was aber nicht heißt, dass alles nur teuer ist, sondern Nein. du hast einfach echt Gedanken gemacht um Kundengastlichkeit. Ja. Der Laden, ihr werdet selber gleich sehen, ist der Hammer. Man verbringt mehr Zeit wie zu Hause, ja. deswegen muss man sich hier wohlfühlen. Richtig. Und so wie wir uns wohlfühlen, sollen sich Kunden sich auch wohlfühlen. Ja. Schließlich kaufen sie auch bei uns sehr hochwertige und teure Fahrzeuge. Da muss einfach ein bisschen mehr kommen. Dieses auf dem Kiesplatz wie früher, die Zeiten sind rum. Wollen Richtig. Wir nicht, soll nicht unser Standard sein. Ja, genau. Deswegen. Du musst dich unterscheiden. Und das ist genau. mit so viel Liebe gemacht. Und du lebst das freut es. Du mich. Bist so leidenschaftlich. Ich darf das sagen, weil ich es genauso fühle. Danke dafür. Selber sagt man das nicht, dass man gerade steht dafür, ist klar. Aber ja. Loben mache ich. Das ist lieb von dir. Danke. Das ist wirklich so. Guckt euch mal das an. Das war ein Unfallfahrzeug. Genau, da ist mal vor vielen, vielen Jahren ein Baum hinten drauf gefallen. Und der war total schaden. Und dann haben wir natürlich bei Morello gesagt, hey Leute, wie sieht's aus? Schneidet doch mal die Front ab, schickt uns die her. Wir möchten uns da ein bisschen was basteln. Geil. Die wird noch beleuchtet. Ja, ja, ist eine coole Sache. Es sind halt so Gadgets. Wir sind halt ein bisschen verrückt. Das gehört ja, aber dazu. Das gehört dazu. Du musst alles dich unterscheiden. Cool. Und guck mal, das ist natürlich alles ausgehöhlt. Da hängen jetzt nicht die üblichen Tonnen drauf von der Morello Buckmaske. Nee, nee. Ist nur die Plastikhülle drumherum. Ja. Und dementsprechend, ja, keine Ahnung, wird ein paar hundert Kilo trotzdem wiegen. Aber ja. ja. Es ist nur Optik, einfach cool gesprayt und soll jetzt auch beleuchtet werden. Heißt halt so ein cooles Gadget, so ein bisschen Spielerei. Wir sind halt noch ein bisschen kleine Kinder, was so Sachen betrifft. Hauptaugenmerk liegt aber auf solchen schönen Geschichten. Guck ja, mal, natürlich. Gerade aus der Werkstatt gekommen, man sieht es an den Reifen, die Loder sind drauf, sehr genau. beliebt. Ja. Das ist eins meiner Lieblingsthemen, die, wo mich alle kennen, die wissen natürlich, das ist mein Brio-Thema. Ich liebe ja. das, ich feiere das, ich lebe das selber. Und ja, Kunde bei uns hier aus Gundelfingen, direkt um die Ecke. Und hat natürlich klar einen richtig großen Radsatz drauf, kein Dekor, bisschen was an Schnickschnack. Ja. Kommt in zwei Wochen nochmal vorbei, bekommt noch ein Auszugssystem von uns und noch die 360-Grad-Kamera. Haben wir leider nicht geschafft zu verbauen, zeitlich einfach, der geht morgen in Urlaub. Ja, dann kommt dann haben wir gesagt, komm, nimm es erstmal so mit und dann gleich 10 Minuten von hier. Hier kommt er eh wieder gern her. Und ja. wir sind übrigens in Freiburg. Wer es nicht weiß und Bino noch nicht kennt, sollte hier mal stehen bleiben. Freiburg fährt man immer mal Emmendingen. Vorbei. Emmendingen, na, aber für jemand, der jetzt aus dem Norden kommt, der hat erstmal Freiburg. Freiburg, im Schirm. Genau. Da fährst du links raus und dann bist du hier. 5 Minuten von Freiburg. Ware da, ganz tolle Fahrzeuge von Pössl, Tournee gibt's. Was gibt's noch alles? Nur Pössl und Tournee. Das also, wir haben gesagt, wenn wir es machen, machen wir es richtig ja. und spezialisieren uns auf gewisse Modelle. Ja. So einfach mal querbeet zu machen mit vielen Modellen, können viele. Nee, lieber. Wollen wir nicht. Ich mache lieber eins gut richtig. Und sage, mein Kerngeschäft ist Pössl. So ich kümmere mich ein bisschen mehr um die Umbauten. Ja. Ich mache da einfach ein bisschen Tuning, ein bisschen Feinarbeiten, ja, bessere Qualität. Ja. Und dann natürlich, klar, die Tournees, die dürfen auch nicht fehlen. Aber unser Kerngeschäft ist Pössl. Ich habe die Frage deswegen gestellt, nicht, dass manche irregeführt sind jetzt durch den Morello. Nein, nein, das war wirklich so eine Spielerei, richtig. Einfach um da was an die Wand zu hängen. So ein Pössl haben wir noch nicht zersägt. Dementsprechend, das hätte jetzt nicht an die Wand gepasst. Das war alles gut. Ich folge dir. Auf geht's, kommt Juhu! Rein mit, ich habe mein Lenkrad heute da kann man schön bewegte Aufnahme machen. Nicht mal mit dem Gimbal, aber lasst euch mal überraschen. Geschmacklich ist das genau mein Fall. Wenn man hier reinkommt, das ist einfach angenehm. Genau. Schön kühl. Betonbunker. Ihr merkt von draußen, ja, genau. also ihr nicht, aber mit du merkst. Klimaanlage. Genau. Wir haben hier super Temperaturen. Klar, und dann natürlich hier unseren Empfangbereich, wo der Kunde, der sein Auto abholt und die Patricia natürlich. Ganz lieb. Genau. Und dann natürlich, klar, unsere Chill-Couch für die Kunden und für dich natürlich auch so ein bisschen Büroarbeit machen. Ich habe jetzt gerade auf dich gewartet und die kleine Reparatur, vielen Dank nochmal. Ich sage auch wegen Transparenz dazu, ich habe mir hier nichts geschnorrt. Ich Nein. zahle meine Zeche immer, das ist mir ganz wichtig vor den Zuschauern. Nicht, dass sie meinen, ja, ich kenne den Wiener und dann kriege ich alles geschenkt. Nein, nein, das nein, das machen wir nicht. Man nicht. Unterstützt sich gegenseitig, aber es muss irgendwo fair, immer für alle bleiben und ja. das ist das Wichtigste. Und den Ruf des Schnorrers wollte ich nie haben. Nein, dann hast du auch definitiv andere. Nicht. Nein. Und das Video kostet dann auch im Gegenzug nichts, weil ich das jetzt gern zeigen möchte. Guck mal, da bin ich gelegen und während dem E-Mail machen ganz in Ruhe. Das ist für einen Camper Luxus für mich.
mal die Beine auszustrecken und auf einer Riesencouch zu liegen. Ja, Platz haben wir genug hier. Lag fast. Aber guckt euch mal die Details an. Kommt da echt mal her. Du hast wirklich schöne Highlights da. Das ist nicht überfüllt, sondern es sind lauter kleine, nette Gimmicks. Sachen. Ja, ja klar. Ja, mega. Da kommt die Wilma. Hallo, Wilma. Meine Geschäftspartnerin. Das ist der Tobi und wir machen ein kleines Video, weil wir eben was am Fahrzeug repariert haben. Winkend. Na, da hat gesagt, komm, wir machen noch kurz ein Video, zeig mal ins Autohaus und setz es online. Ah, okay. Genau. Ich bin begeistert. Meine Geschäftspartnerin, die Wilma. Ich hab's kennt man ja auch. Wunderschön genau. Habt ihr es hier. Ja, das freut uns. Sie ist unsere Designkünstlerin. Also eigentlich muss man ihr den Lob zusprechen, weil so vom Style her. Genau, ein bisschen dekorieren. Na, ich habe gerade gesagt, ich kenne, glaube ich, 90% aller Reisemobile und Campervan-Händler in Deutschland. Das ist mein Job. Ich düste durch die Lande, habe 3000 Videos gemacht. Ich kam hier rein und habe gesagt, so muss das aussehen. Ah, schön. Aber das siehst du selten. Also von mir aus Platz 1, dann kommt lang nichts und auf 10 der nächste. Sehr gut. Vielen Dank. Nicht geschleimt, ganz ehrliche Meinung. Das freut mich. Respekt. Dankeschön. Danke, Wilma. Für so Kleinigkeiten wie hier, natürlich, ja, da kennt ihn. Wer kennt ihn nicht, den GTO? Der Traum aller Männer, glaube ich. Zumindest als Kind war es mal und als Erwachsener erst recht. Und dann hat man sich auf den günstigeren E-Type berufen. Ja, natürlich. Weil den kriegst du nur noch für Millionen. Oder so ein Radio. Oder ich finde die Details einfach cool. Echt schön. Bino, komm wir mal gehen mal rein. In die Ausstellung. Wir werden jetzt nicht spezielle Autorumtour machen. Nein. Das machen wir nochmal extra. Aber alles gut. Aber einfach mal zu sehen, was ihr hier alles habt. Und das ist eine Ausstellung, du hast es vorhin gezählt, 11 Fahrzeuge, glaube ich. Ich habe jetzt 11 hier drin. Wie gesagt, wir haben draußen noch genug, aber wir wollen jetzt hier nicht alles vollstopfen. Die Leute sollen sich hier frei bewegen. Richtig. Wenn jemand jetzt ein ganz spezielles Modell will, haben wir ja alles da. Das Wetter ist schön, dann können wir auch mal kurz raus vor die Tür. Ansonsten, so klar. Sieht es aus. Schön, alles picobello. Das siehst du halt immer, da hat einer echt, das liegt ja aber auch im Blut. Wenn man dich ein bisschen kennt, ich glaube, ich habe dich ein bisschen kennengelernt, das bist du. Das muss einfach so. Das ist einfach ein Standard, den ich mir als Ziel oder wir uns als Ziel, nicht nur ich, sondern wir auch mit der Wilma zusammen. Sie kommt ursprünglich aus der Modebranche und so. Das muss einfach, es muss ordentlich sein. Das ist kann so ein schmuddeliges altes Geschäft mit früher mit irgendwelchen Lochblech und irgendwelchen Haken und noch ein Zubehör dran gehängt. Das braucht kein Mensch mehr. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Punkt. Richtig, du sagst das. Genau. Und vor allem, wir verkaufen ja Träume. Und da muss das Ambiente rundum auch mal ein bisschen stimmen. Es soll ein Erlebnis sein. Ja. Ein Erlebnis, das ist wichtig. Wenn die Leute herkommen, ein Erlebnis haben, sich wohlfühlen, einen Kaffee trinken, das muss personenbezogen sein. Das kannst du nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist einfach wichtig. Wir schaffen es nicht immer, aber wir geben uns Mühe, dass wir mit jedem Kunden dieses Erlebnis haben. Und ich glaube, das macht uns aus. Und dementsprechend kriegen wir sehr viel positives Feedback. Und das freut mich. Und das ist dann auch... Das bestärkt einen auch immer zu sagen, okay, weißt du was, und jetzt komm, mach weiter und genau so machst du eigentlich auch richtig. So sieht es aus. Genau. Sag mal, du hast vom Pissl ziemlich alles da, denke ich mir. Ich habe grundsätzlich alles vorrätig. Ja. Jetzt natürlich keine 10 von einem Modell, aber also mir fällt jetzt spontan nichts ein, wo ich nicht da hätte. Also es fängt beim Vario an, bis zum XL, zum Revolution, Roadcar, D-Line-Serie komplett, Summits H-Line-Serie komplett. Ein Turnier haben wir noch da, den anderen habe ich vor 2 Tagen verkauft. Genau. Auch ein Liebling von mir, weißt du ja. Was ist denn dein Lieblingsfahrzeug? Kann man ruhig sagen, unter denen, die du verkaufst. Ich muss wirklich sagen, ich finde, mir gefällt der Ausbau von Tournee, weil er sehr minimalistisch ist. Ich bin eher dieser Cleaner. Ja. Ich bin nicht so mit so ganz 100, 500 Schnickschnack und so Sachen. Mhm. Wenn mich aber jemand fragt, was ich persönlich fahre, dann sage ich natürlich ein Prime 640, weil das so... Preis-Leistung einfach stimmt. Richtig. Ich muss einfach sagen, Tournee muss man dann schon bereit sein. Das ist dann, glaube ich, so eher das zweite Fahrzeug, wo sich jemand kauft, nachdem er dann mal was getestet hat und sagt, so und jetzt zahle ich auch ein paar Euro mehr und bin bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Aber ansonsten, mein Favorite ist der Prime. Das mit dem Glasdach natürlich oben drin. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, aber das ist so, Preis-Leistung muss einfach stimmen. Richtig. So, und dann der eine sagt, ich lege viel Wert auf Schnickschnack, der andere sagt, Schnickschnack brauche ich nicht, aber dafür möchte ich, es muss praktisch sein. Ich habe einen Hund dabei, ich habe Kinder dabei, brauche ich nicht mit dem Prime anfangen, dann nehme ich natürlich einen normalen Summit, weil da siehst du jeden Kratzer. Deswegen, das muss jeder für sich wissen. Aber schöne Schuhe machen schon aus, gell? Man sieht es halt immer wieder, so AT-Reifen drauf und schöne Felge, das haut da drin. Ich würde ja sagen, Schuhe machen es aus und dann komme ich natürlich jetzt hier mit meinen Flipflops schlappen, das ist natürlich jetzt schön. Oh, ich habe neue Schuhe. Genau, aber es ist täuscht, was heißt es täuscht, es macht eine ganz andere Optik, also wenn ihr jetzt einfach mal, ich meine, die in die Reihe schaut, zweimal mit großen Felgen, einmal mit kleinen Felgen. Aber das sind halt so verrückte Spinnereien, die Spaß machen, muss man sich halt gönnen.
Aber das sind wir doch alle mal gern. Da können wir uns austoben mit unserem Traum. So sieht's aus. Man sieht ja auch immer mehr. Wer hat sich das vor ein paar Jahren, du machst das auch lang genug mal vorgestellt, dass alles so mal wird. Es ist eher alles Standard rumgefahren. Die Individualisierung aus äußerlich mit schönen Schuhen. Das hat schon was, ein bisschen Dekor rumspielen und Bullenfänger von drauf. Bullenfänger und was noch alles gibt. Also wenn ich überlege, Schnitzlerfront. Schnitzlerfront. Geiles Produkt. Wenn ich überlege, wie viel Felgensätze ich verkauft habe in 22, wo ich angefangen habe mit dem Ganzen. Ja. Und wie viele Sätze ich jetzt verkaufe, das hat sich super gedreht. Ja, ich glaube und auch. Die Leute sind auch bereit, einfach ein bisschen mehr Geld auszugeben. Die haben das Campen nochmal anders lieben gelernt, habe ich das Gefühl. Also, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht keine 20 Jahre Erfahrung, aber das, was die letzten 2-3 Jahren, wo ich jetzt dabei bin, muss ich wirklich sagen, die haben nochmal einen ganz anderen Bezug zu ihren Fahrzeugen bekommen. Und nicht nur die Männer, sondern auch mittlerweile die Frauen. Und dementsprechend geht es jetzt sogar los, dass die Frauen, der Mann sagt, oh, ja, komm, na, das passt, braucht man nicht. Ja, nein, genau. Ich will die haben. Ja. Also ich habe mittlerweile sehr viele Frauen in meiner Kundschaft, wo dann auch hier große Felgen und Vollprogramm, Schnitzlerfront und so weiter. Und aber nicht nur Kastenwagen, Campervans, sondern auch teilintegrierte mit 18 Zoll Felgen und so weiter. Das wird machen viele. Jetzt auch äußerlich mal schicker. Es sieht einfach besser aus. Ja. Sieht einfach besser aus. Ist auch oft sicherer. 18 Zoll ist einfach von ganz anderes Fahrverhalten. Ganz andere Nummer. Ganz anderes Fahrverhalten. Ich habe viel weniger Luftdruck drin. Besseres Fahrverhalten, reagiert ganz anders, ist viel weicher. Aber alles. Komm, Tobi, wir gucken uns das hier an, machen uns ein schönes Video, lass mal die Felgen. Das zum Beispiel finde ich geil, da kommt jetzt noch ein Monitor hin, hast du gesagt, da kann man dann gemütlich mit dem Kunden sitzen und konfigurieren oder läuft man ein Filmchen von einem Auto oder wie auch immer. Ist schön gemacht. Genau, du gehst halt normales mit dem Kunden, sitzt du halt hier mit dem Laptop, dann guckst halt du in den Laptop rein, fangst an mit konfigurieren, drehst immer den Laptop rum, schaut mal hier, schaut mal da auf den kleinen Monitor. Muss nicht sein, es ist kein Hexenwerk. Habe jetzt einen großen Fernseher bestellt. Richtig. Der liegt hinten schon. Den montieren wir jetzt am Samstag. Dann kriegt es ein schönes Kabel runter. Dann kann man den Laptop anschließen. Und dann kann man mit dem Kunden eine Konfiguration auf einem 75-Zoll Fernseher machen, wo man auch alles sieht. Und man holt den Kunden einfach bei der Konfiguration ab. Abholen. Nimmt ihn mit. Er entscheidet. Man zeigt ihm die Bilder. Kann auch mal online Google Schnitzlerfront. Schau mal. Mach mal Pulver dran. Mach mal keine dran. Mit Felgen. Richtig. So sieht es auf dem Auto aus. Richtig. Es ist einfach nochmal ein anderer Standard. Echt cool. Ich folge dir mal. Wir haben noch was für euch. Der Beno ist ja einer, da brauche ich gar nichts sagen. Der erklärt das alles wunderbar. Und er ist nicht nur einer, der hier verkauft, sondern privat so engagiert ist. Ihr macht am Wochenende hier, du hast zum Beispiel ganz was Tolles. Ich sage, das ist nachhaltig. In der Werkstatt, du hast seit Jahren viele Teile aufgehoben. Ja, genau. Also wir haben jetzt die letzten, also die Jahre davor schon, seit ich jetzt auch da bin, wir heben natürlich die ganzen Sachen auf. Ja. Sind jetzt nächsten Samstag, also jetzt in ein paar Tagen, gehen wir nochmal ans Lager, räumen nochmal komplett auf und behalten eigentlich auch die ganzen gebrauchten Ersatzteile oder wo man aus der Garantie mit einem Kretzerchen oder aus dem Auto ausgebaut. Ja. Wir sortieren das schön, legen uns alles auf Lager. Wir haben jetzt nicht die Menge, wie das sich alles hundertfache ausführen. Immer mal was dabei, was man dann noch braucht. Aber ich habe so oft Kunden, die auf der Durchreise sind und haben ein Auto aus 16, 17, 15 und sagen, da ist was kaputt. Könnt ihr mir das kurz reparieren oder ist irgendwas abgebrochen? Sage ich, du, ich habe da irgendwas Gebrauchtes liegen, zieh es raus. Gerade war der Fall mit der Markise vor der Tür, haben wir mitgekriegt. Ja. Zum Beispiel so Dinge, wo ich einfach sage, komm, kann man für kleines Geld dem Kunden geben. Er ist glücklich, ich habe jemanden glücklich gemacht. Wir haben auch noch ein paar Euro für die Kaffeekasse, ein paar Euro so verdient. Alles super. Und ich glaube, ich finde das bemühbar. Man muss nicht das in den Container schmeißen, oder? Nein, gar nicht. Das ist andauernd diese Wegwerfgesellschaft, bin ich gar kein Freund von. Nee, überhaupt und, nicht. Und ich finde halt für kleines Geld, das macht halt Camper aus. Man soll sich unterstützen und wenn da einer auf der Durchreise ist, machst halt so Kleinigkeiten. Das können wir uns nicht mehr leisten mit der Wegwerfgesellschaft. Das wollen wir gar nicht unterstützen. Genau. Ich laufe dir mal hinterher. Ich laufe mal in die Werkstatt. Dann zeige ich euch mal, wo wir im Tobi sein Auto repariert haben. Ja, genau. Ah, das war wirklich eine coole Aktion, weil als Dauercamper ohne Wasserhahn in der Spüle, das geht gar nicht. Das ist natürlich übel. Genau, hier sind wir in unserer Werkstatt. Kleinen, netten Werkstatt. Ja. Haben eine Hebebühne. Ja. Haben da hinten eine große Rampe uns selber gebaut, wo wir die Fahrzeuge reinfahren, um einfach auf dem Dach zu schrauben, damit man nicht immer auf den Leitern. Ich bin gleich mal abgerutscht, irgendwo gegen das Auto gekommen, Mitarbeiter runter, hoch. Sicherheitsgeschichte. Darf ich da mal draufhalten? Ja, mach nur. Das ist mega cool, weil das habe ich so in der Form noch nie gesehen, weil es wird wirklich mit diesen Leitern immer gearbeitet. Das ist ja erstens das Sicherheitsrisiko, zweitens kostet es viel Zeit
Und hier parkst du das Fahrzeug rückwärts rein und kommst halt wunderbar rundumhin, um die Autarkie oder sonst was zu machen. Genau, du gehst auf der Treppe hoch, du kannst einmal ums Auto rum, du kannst die Markise montieren, brauchst du nicht jedes Mal hochlupfen auf der Leiter zu zweit, ja, sondern legst du dir oben dein Material hin, was Richtig. Du oben auf dem Dach machen musst. Kannst deine Solarplatten oben drauflegen, kannst alles in Ruhe verschrauben. Genau. Alles, was du halt oben auf dem Dach machen musst, ohne Stress, kannst ja einmal im Ringsrum drüber durchlaufen, siehst alles. Kann man auch mal mit dem Kunden, wenn man eine Dichtigkeitsprüfung zum Beispiel ja macht, also wenn man mit dem Wasser, statt mit der Leiter genau da oben, das Auto wird da hingestellt, mit dem Schlauch oben rein. Es hat einfach Zeitersparnis ja und es ist, ja, die Leute sollen hier vernünftig arbeiten. Es gibt nichts Richtig. Schlimmeres, wie irgendwelche Leute arbeiten zu lassen mit schlechtem Werkzeug oder schlechtem Material. Das muss einfach passen. Das geht nicht, das muss stimmig Nein, sein. Das ist ja einfach. Vor allem, wenn man sich First Class drüber schreibt. Wollte gerade sagen, genau, man muss, Absolut. Aber das ist, wie gesagt, das ist einfach uns auch wichtig, also da will man mir, dass die Leute gescheites Werkzeug haben, dass sie ordentlich ja arbeiten können, dass sie sich nicht den Rücken kaputt machen, weil es bringt mir nichts. Ich habe sehr gute Mitarbeiter, ja, ich bin echt stolz auf meine Jungs. Ja, das merkt man, da stehst du voll ein für Voll, alle. Und ja deswegen, denen muss es einfach gut gehen. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, wir verbringen hier halt irgendwo mehr Zeit wie zu Hause mit Frau und Kindern, sondern wir sind hier so nochmal eine zweite kleine Familie. Ja. Es muss einfach passen und wie gesagt, jeder von uns will ja auch einen ordentlichen PC haben, eine ordentliche Tastatur und so müssen halt die Jungs in der Werkstatt ordentliches Material haben zum Arbeiten und Werkzeug, das ist wichtig. Und das sagt er nicht nur. Das meine ich auch so. Das ist der Pino. Ja, ja, das ist, ich sag das, was ich sage, sag ich und... Freiburg sehen wir uns wieder auf der Messe in, wann? Im September. Oktober. Nee, ist ein bisschen später. Ehrlich? Ja, ich weiß es ja. Ja, das ich bin halt auch typisch Pino, der hat keine Ahnung, das ist die Patzi da. Die ruft mir dann an, sagt, du, also geht, ja, du weißt Bescheid, nächste Woche müssen wir Messe machen. Caravan-Salon werden wir uns auch mal laufen. In Düsseldorf? Ja, klar, ja, ja, auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall mit meinen Jungs. Schauen wir, das heißt, wenn ihr einen Pössl kaufen wollt, euer Mann. Euer Mann, ihr wisst richtig Bescheid. Ruft hier an, macht einen Termin und so weiter. Die Jungs sind oben auf dem Messestand bei Pössl. Genau. Und dann kann man da den richtigen Ansprechpartner finden. Aber sowas von. Wie immer bin ich begeistert. Echt, macht immer Spaß, mit dir zu quatschen. Und sehr ich würde am liebsten da bleiben. Aber wenn du ich jetzt los auf die Uhr schaue, haben wir in 2 Stunden ein wichtiges Fußballspiel. Das ist sehr, sehr da wichtig. Da muss ich am Stellplatz stehen. Währenddessen natürlich arbeiten. Und ja, das Video lade ich euch in ungefähr 2 Tagen drauf. Oder rauf vielmehr und dann haben wir entweder gewonnen oder verloren. Ich habe den Vorteil, ich kann für Österreich, Schweiz und Deutschland jubeln. Ich bin immer für Deutschland, ich bin hier geboren. Ich natürlich auch. Außer wenn ihr gegen Italien spielt, dann ist natürlich vorbei, dann sind wir Erzfeinde, dann ist rum. Das ist klar. Bei mir zu Hause auch Krieg, also dann ist meine Frau schläft oben, ich unten, das ist getrennte. Endspieltipp, Italien, Deutschland. Das wäre sehr geil. Das wäre natürlich sehr geil, aber ihr kriegt natürlich wieder auf den Sender, wie immer, aber dann wäre es ja richtig gut. Ich komme vom dänischen Fanfest in Bad Dürkheim. Ihr seht, ich habe immer noch das Bändchen dran. Und da hat ja der Verband ein riesen Fanfest gemacht. Natürlich haben alle gesagt, wir sehen uns im Endspiel. Dänemark-Deutschland wie 92. Dänemark hat damals gewonnen. Egal, der Bessere möge gewinnen. Immer. So und Hauptsache, wir haben alle Spaß und ja alle zusammen Fußball. Ich finde, das immer eine coole Gemeinschaft. Und dann ist es ganz oft vergessen wir die ganze Kacke drumherum, sondern Danke. Da ist wieder einfach Spaß, Lachen, Trinken zusammen und gerade egal, ob du weißt, schwarz, gelb, grün, wir blau, orange, interessiert kein Mensch. Wir sehen uns danach, dass wir wieder mal abgelenkt werden vom alltäglichen. Coole Garten Sache, freue ich mich richtig drauf. In jedem Fall. Deswegen. War mir eine Freude. Mir auch, wie immer. Jetzt genieße ich mein Wasser an und denke, jedes Mal, wenn ich aufmache, an den Pino in Emmendingen. Sehr gut. Danke, Pino. Nichts zu danken, Tobi. Ich wünsche dir was. Danke. Ciao, bis macht's bald. Gut. Ciao, ciao. Und besucht den Pino hier in Emmendingen. Internetadresse ist www.pössl-freiburg.de. So sieht's aus. Nicht, dass ich es nicht gewusst hätte. Ciao.